Der Rudi hat mich angesprochen als junges Mädchen und mir dann versucht zu erklären, und das ist mir in guter Erinnerung, dass es wichtig ist, zu seiner Herkunft zu stehen, dass es großartig ist, dass man ein Arbeiterkind ist und dass man stolz darauf sein kann, im Gemeindebau zu wohnen, und noch stolzer darauf sein kann, im Karl-Marx-Hof zu wohnen. Konsequent gegen Antisemitismus aufzutreten, konsequent Zeugnis abzulegen über das Gräuel, das in dieser Stadt und in diesem Land auch passiert ist. Und er hat sich verpflichtet gefühlt, als Zeitzeuge diese Verantwortung wahrzunehmen und im Sinne vor allem der Opfer tätig zu werden. Und er hat leider sehr unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende des Naziregimes sofort auch Gelegenheit bekommen, denn es hat schon 1946 die ersten antisemitischen Auftritte auf der Universität Wien gegeben. Und er ist schon damals sehr beherzt aufgetreten mit einer damals kleinen Gruppe von Antifaschisten, um gegen diese starke Dominanz, die es damals gegeben hat, von rechtsradikalen Kreisen auf der Universität Wien, dem entgegenzutreten. Niemals vergessen unsere politische Aufgabe, niemals vergessen Rudi Gelbert. Freundschaft.